Guten Morgen. Heute machen wir uns eine Stunde früher fertig, denn wir haben Mietwagen gebucht und werden uns heute ein bisschen die Insel anschauen. Eins der Frühstücks-Special des Tages sind heute die Donuts. Das zweite Frühstücks-Special sind Lachs Bagels. Die sind hier schon fertig gemacht. Hier gibt es noch eine Packstation. Gut hier mitnehmen oder zum Land. Ich brauche nur eine Tüte. Und habe mein Lunchpaket fertig. Auto ist gemietet. Los geht's! Erster Stopp, Muschelstrand. Jemand hat das Schild umgedreht. Ich fühle nur so ein bisschen wie Namibia. Wir sind drin. Und so sieht das Blue Eye schon mal auf den Bildern aus. Über Saal. Unbedingt pünktlich um 11 Uhr da sein. Jetzt ist es 12 und ihr seht hinter uns die Menschenmassen, die wir einfach gerade um 11 verpasst haben. Habt ihr auch was im und fast kein Müll bei den Ort. Ja, das so sieht das aus. Oh. Sie scheinen nicht die allerbeste Gegend zu sein. Ach, hier haben sie auch ihre Mülltonne vergessen, auf der Straße. Aber sie haben eine Mülltonne. Scheint gerade die Schule zu Ende zu sein. Wir haben uns ein bisschen verfahren. Ohne Navi. Aber schön ist es hier. Wir sind in den Salinas angekommen. Jetzt bezahlt man hier 5 Euro Eintritt und dann geht's einmal durch die Mine.
Und hier vorne kann man jetzt gleich ins Wasser rein und sich treiben lassen wie im Toten Meer. Hier oben sind dann auch noch ein paar Liegen. Es gibt ein kleines Spa mit Thalassotherapie, 20 Minuten, 20 Euro. Hier sind auch Umkleidekabinen und Duschen. Direkt Salz aus der Salzmine hier. Weiter geht's zur Shark Bay. Jetzt sind wir an der Shark Bay. Da hinten sieht man die ganzen kleinen Hütten, an denen wir sind. Und hier vorne, wo die ganzen Leute sind, sieht man schon die Haiflossen. Shark Bay, ein richtig guter Stopp, der beste bisher. Die kleinen Babyhaie schwimmen wirklich direkt durch die Beine und die größeren, die werden bis 3,5 Meter, die sind dann, also nicht 5 Meter weit weg, vielleicht 10. Wir haben uns frisch gemacht, gehen jetzt noch schnell was zum Abendbrot essen und fallen kaputt ins Bett.